Hi Leute, was geht ab? Direkt am Anfang verhaspelt. Zurück zu Freitag der 13. im Higginshafen. Wir könnten direkt wieder das Glück haben, Jason zu spielen. Das Intro ist halt ultra laut, Leute. Ich weiß immer nicht, ob man mich dann versteht. Nein, wir haben leider nicht das Glück. Es kann sein. Ich warne euch nur vor. Ich wollte vorhin schon ein Part aufnehmen. Da habe ich aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich gebe es zu. God. Das ist ein bisschen peinlich. Das gibt's doch nicht. Das sehe ich nicht ein. Also das sehe ich echt nicht ein. Eiskalt direkt bei uns. Ich hoffe, er holt sich den anderen Typen, der da so komisch hin und her rennt. Und lässt uns erstmal in Ruhe. Also wie gesagt, es kann sein, dass uns ein Spieler wirklich hasst. Weil die Aufnahme, die ich vorher aufnehmen wollte, habe ich den anderen Kanzler gekillt. Oder ja, ich habe ihn gekillt. Und er war ein bisschen sauer. Er war sauer, ist als Tommy Jarvis wiedergekommen zu meinem Unglück. Hat mich gesucht, gefunden und direkt erschossen, Leute. Ja, wie ihr seht, heute mal ohne die dicken Gaming-Kopfhörer und ohne Cap. Weil ich habe mir tatsächlich mal, ich habe es geschafft, mir heute mal wieder die Haare zu machen. Einfach. Einfach so. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Einfach so. Naja. Und der ist halt ein bisschen sauer. Das ist der Blaze Chameau oder so. Und ich denke, wenn wir dem Typen hier begegnen, dann wird es vielleicht einen Fight geben. Ich habe jetzt nicht vor, wieder einen Counselor zu killen. Ich spiele jetzt vernünftig, denke ich. Soweit mich der Franzose lässt. Und der Typ, der hier gerade wegrennt, das war vorher der Jason. Wir warten mal ganz kurz. Ich hoffe, der kriegt uns nicht. Ja, sehr gut, wir können wieder raus. Wir werden sehen, inwiefern ich ruhig den Part hier beenden kann, ohne dass der Franzose nochmal Rache üben möchte oder sauer ist, je nachdem, wie nachtragend er ist. Mal sehen. Heimgezahlt hat er es mir, nämlich einfach mal instant erschossen. Als Tommy Jarvis. Aber der hat mich auch gejagt, meine Freunde. Der hat mich richtig gesucht. Wie gesagt, leider habe ich einfach mal vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ich hab gebrochen vor Lachen, Leute. Ich habe mich echt gekugelt. War auch eine ganz witzige Folge, aber ja. So eine Scheiße passiert halt ab und zu, wenn man unter Zeitdruck sich hier schnell hinsetzt, schnell eine Lobby sucht und nebenbei noch was irgendwie trinkt, schnell die Flasche zur Seite schmeißt, weil die Runde losgeht und dann, ja. Vergisst man halt einfach mal irgendwann oder ab und zu mal, dass, ja, dass man eigentlich aufnehmen wollte und dann macht man es halt nicht. So, schade, auf jeden Fall kann man nichts dran ändern. Die Folge ist leider nicht im Kasten gewesen, deswegen einfach mal noch eine im Anschluss. Jetzt mal schauen. Wir sind jetzt bei 3,5 Minuten. Das ist auf jeden Fall recht wenig. Mir kommt es schon vor, als wenn ich hier schon 5 Minuten nur. Oh fuck! Who is that? Oh my god, I can't look. Ach, das ist der feine Herr. Huch. Der die letzte Runde Jason gespielt hat. Den Retro-Jason. Ich hab 20 Mal. Oh, okay. Falls wir den Franzosen treffen, wir sind bewaffnet. Weil ich kann schwören, so wie der mich gejagt hat, dass der nicht gut sein lassen wird. Der wird mich finden, Leute. Der wird mich finden und es wird nicht gut ausgehen für einen von uns. So einen kleinen Rivalen habe ich da jetzt, aber ist nicht schlimm. Oh Leute, deswegen trage ich immer eine Cap. Ich muss immer nach links rüber schielen. Ob das mit den Haaren komisch aussieht oder nicht, das ist richtig furchtbar. Ist das furchtbar. In Zukunft wieder nur mit Cap. Das ist ja grässlich, grauenhaft. So. Kurz ausgekotzt. Ich bin mittlerweile Level 63. Ja, ist nicht viel. Wir haben momentan nicht so viel gemacht. Ah, das Näslein juckt. Wird da auf jeden Fall wieder mehr kommen. Samstag übrigens machen wir einen nächsten Livestream, weil es so Bock gemacht hat mit euch, Leute. Es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich sage, okay, scheiß mal Sonntag auf Ausschlafen, geht das zwar nicht, aber dann machen wir Samstag nach der Arbeit. Ich habe zwar spät und bin erst um kurz vor 8 zu Hause, hau mich aber gleich vor den Rechner und dann wird
gezockt, Freunde. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das wird richtig witzig. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt richtig cool wieder wird. Das letzte Mal hat schon so Spaß gemacht. Und wenn ich keine Ahnung habe, wie alt ihr seid, dann vertraue ich euch da einfach mal. Mit einem Zwinkern. Und ja. Ich schwimme hier Ninjux mal hinterher. Oh Gott. Ach nee, das war nur der so Standard-Sound. Ich hocke mich hier mal ganz kurz hin, um Ausdauer zu regenerieren. Wir wollen jetzt diese Runde gar nicht versuchen abzuhauen oder so. Wir wollen versuchen, uns Jason so oft wie möglich zu... Das heißt zu stellen, aber versuchen, ihn aufzuhalten, wenn wir ihn sehen. So, also zu stunnen und dann jetzt abzuhauen und nicht einfach... Wenn es natürlich nicht anders geht, wenn ich jetzt nichts anderes habe, dann werden wir ihn natürlich erstmal... ja, dann werden wir einfach abhauen. Wenn ich kein Gewehr oder so habe... Was macht der da? Und warum zum Fick schwimme ich dem hinterher? Scheiße. Das ist halt ultra unnötig. Was passiert eigentlich, wenn man keine Ausdauer hat als Counselor und schwimmt? Ertrinkt man dann? Ich hoffe nicht. Kann man stehen bleiben und Ausdauer regenerieren? Nee. Doch. Oh Mann. Ist das gruselig. Also ich schwimme nie wieder irgendeinem komischen Konzeler hinterher. Ich will den Franzosen treffen. Ich würde gerne sehen oder wissen, wie er reagiert. Wie er so... ob er versucht, mich... es mir heimzuzahlen. Oder ob er sagt, komm, lass gut sein. Vielleicht lasse ich es aber nicht gut sein. Vielleicht bin ich der Assi. Dass mit dem Gewehr, dass sie nicht auf mir sitzen. Ich habe ihn echt hardcore mit 3, 4 Waffen niederknüppeln müssen. Und der kommt einmal und erschießt mich mit seinem fucking Gewehr. Das fand ich nicht nett und nicht witzig. Hätte er sich einen Fight gegeben mit mir, so One-on-One und so, das wäre was anderes. Aber mit dem Gewehr, One-Hit. Nein, ich lass gut sein. Nein, ich kill den. Nein, ich lass es. Nein, ich lasse es. Ich lasse es. So, ich habe mich entschieden, Leute. Nein, komm, ich kill. Ich warte ab, wie er reagiert. So, letztes Wort. Ich warte ab, wie er reagiert. Und dementsprechend werde ich handeln. Wenn er mich angreift, dann ist er halt tot. Denn tut mir das leid. Ich hoffe, ich muss mein Gewehr vorher nicht schon benutzen. Das wäre halt eben ziemlich ärgerlich. Aber Blaze lebt noch. Er lebt noch. Das hat nichts zu heißen. Der Sound heißt nicht, dass Jason da ist. Er ist nur fucking laut. Aber ich glaube, das ist Halbzeit. Nee, nicht ganz. Komm, wer bist du da in der Scheune? Bist du Blaze? Bist du Blaze? Ja, heute spielen wir eigentlich ohne Challenge. Also keine richtige. Vielleicht in der nächsten Runde. Wir spielen bestimmt wieder 2. Aber das könnte Blaze sein. Nee, das ist nicht Blaze. Das ist Paula S. Fuck. AF halt. Ich weiß nicht, heißt AF S. Fuck? Ich glaube ja. Blaze, mein Freund. Hast du Glück, dass Jason bei dir ist? Deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Okay. Es hat Blaze halt erwischt. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht entdeckt und... Nee, hat er nicht. Okay. Ja, scheiße, es wurde weder die Polizei gerufen, noch wurde irgendwie was anderes gemacht. Es wurde halt ein bisschen Benzin in 4-Sitzer gepackt. Leute, ich habe 10 Minuten, um abzuhauen und im Prinzip nur noch... Ich bin nur noch zu viert. Mal schauen, vielleicht finde ich hier irgendwie die Batterie oder so und kann die dann einbauen. Weil alles andere macht keinen Sinn mehr.
Phone Fuse werde ich wahrscheinlich nicht finden. Die hat wahrscheinlich irgendjemand in der Tasche gehabt und ist murdered oder so. Das finde ich dann nie wieder. Beziehungsweise das finde ich dann nie so rum. Wieder wird ja heißen, ich habe diese Runde schon gefunden. Habe ich aber nicht. Hier ist die Tür offen, da gehen wir mal ganz entspannt rein. Und gucken mal, was hier so rumpimmelt. Was ist da unter der... Was ist das denn? Was liegt da denn unten? Das sieht so falsch aus, Leute. Das sind Socken, aber es sieht merkwürdig aus. Wenn ihr nochmal gucken wollt, wie genau das aussieht und ihr nicht wisst, was ich meine, dann guckt es euch ein bisschen länger an. Da war ich gerade und ja... Vielleicht kommt ihr drauf. Spult zurück, macht Pause und guckt es euch an. Vielleicht kommt ihr drauf, was ich meine. Ey Leute, hier ist nichts. Hier ist weder ein Batterie noch ein irgendwas anderes. Hier ist einfach nichts. Oh fuck, das Auto ist fertig, Leute. Das Auto ist fertig. Ab zum Auto. Ich hoffe, da hat irgendjemand die fucking Schlüssel. Weil ich habe im Prinzip eigentlich nur Sachen, die mir selber helfen. Hast du die Schlüssel? Ich glaube nicht. Ich tue mal so, als wenn ich sie hätte. Ja, dreht ihr um? Nee. Vielleicht hat der Typ hier gehabt, hier dieser... Der hier, der hier irgendwie draußen, glaube ich, verreckt ist. Nee, da drin ist er verreckt. Hier drin ist er verreckt, hat er die liegen lassen. Holy shit, is that a dead body? Genau das gleiche hat der andere Kollege gerade gesagt. Und was liegt hier? Eine Karte oder so? Nee, gar nichts. Mach halt zu. Mich würde halt interessieren, ob hier irgendwo ein Schlüssel oder so. Irgendwo ein Schlüssel rumliegt. Weil ich will mit dem Auto los. Ich will abhauen. Wahrscheinlich hat den irgendein Kanzler mitgehabt und Jason hat ihm einfach volle Elle fertig gemacht und der Schlüssel liegt jetzt irgendwo in der Pampa draußen. Ist manchmal so. Dann muss man damit leben. Weil anders abhauen kann man einfach nicht. Die Phone Fuse, bestimmt das gleiche. Die Phone Fuse liegt ja auch irgendwo draußen im Dreck rum und findet keiner. Schade. Aber ist dann so. Oh, hier ist auch nichts Interessantes irgendwie. Nein, hier kann man suchen, so viel man möchte. Hier findet man nichts. Zumindest nicht den Schlüssel. Die einzigen Häuser, die es jetzt noch sein könnten, wären hier lang, weil da war ich noch nicht. Man sieht halt leider auch nicht die Leichen auf der Karte. Das bedeutet, ich kann nicht gezielt nach Leichen suchen und gucken. Aber da liegt noch einer. Vielleicht hat er den Key dabei. Aber ich glaube, der ist so ziemlich am Anfang gestorben, ne? Oder? Ist halt Fuel. Leute. Wisst ihr, was das bedeutet? Nicht? Dann sage ich es euch. Wir verpissen uns mit dem Boot. Wir verpieseln uns mit dem Boot. Und es geht da lang. Da unten wartet schon einer am Boot. Ich habe alles. Problem ist, dass ich... nicht sprinten möchte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, ich werde da so ein bisschen hin joggen und hoffen, dass er uns dann nicht so sieht. Sollte aber klappen. Ey, in diesen paar Minuten, den ich aufnehme, ist es so dunkel geworden. Holy shit, is that a dead body? Hast du die Autoschlüssel vielleicht? Einfach mal das Bein abgerissen. Auch nett. Macht man eigentlich nicht, aber Jason sieht das anders. Meine Nase juckt. Ist das ätzend. Oh, der Typ ist abgehauen. Das ist natürlich echt schön doof für ihn, weil... Er hätte halt abhauen können mit mir, ne? Kann er aber nicht mehr. Warum? Weil er da nicht gewartet hat.
Ja gut, da warten ist halt eben auch langweilig. Kann ich verstehen. Aber wir verziehen uns jetzt mit dem Boot. Ich kann das Boot halt übelst nicht lenken, Leute. Und das kann ich auch nicht. Ich hoffe, ich mache das richtig. So, setz dich rein, genau. Und los geht's. Bevor ich starte, gucken geradeaus rechts. Geradeaus und rechts. Holy shit. It started. So. Da lang, da ist es doch. Warte. Fuck! Wäre ja auch zu schön gewesen, Leute. Das wäre auch zu schön gewesen. Leider klappt's halt nicht. Ja, leider klappt's halt nicht. Ich verstehe gerade nicht, warum die Webcam Faxen macht. Ach, das ist die letzte. Und guck mal gleich, bevor wir den zweiten Part anfangen, was da los ist. Irgendwie funktioniert das gerade nicht ganz richtig. Egal, schauen wir gleich mal. Also die macht ja, glaube ich, eigentlich auch nicht mehr lange mit. Die ist schon ordentlich verletzt. Aber einen anderen Spieler gibt's halt nicht. Wir sind einfach mal drowned. Einfach mal drowned. Sie chillt hier halt voll ihr Leben, läuft hier einfach mal so lang und so. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass das Boot unterwegs ist und deswegen... Nee, sie ist ja noch auf Land. Sonst hätte ich gesagt, die läuft ja bestimmt zum Wasser, zum Boot hin. Weil auch wenn man vom Boot ja, gekriegt worden ist oder irgendwie aus dem Boot gekippt worden ist, kann man trotzdem wieder hinschwimmen, ins Boot rein und das kann auch jeder andere. Da kann man locker mit dem Boot abhauen, das ist gar kein Problem. Leute, und ich glaube, es gewittert hier gleich extremst. Ich weiß nicht, wer hier noch aus dem Norden kommt, aber es hat heute Mittag schon mal so richtig, richtig heftig geknallt hier an der Ostsee. Naja. Oha, erstmal schön fix gehealt hier auf dem Friedhof. Eine Axt vom Friedhof geklaut, klar. Das macht man so in seiner Freizeit. Weiß nicht, ob ihr das macht, ich mach das gerne. So, falls ihr es noch nicht gesagt habt, Samstag, 20 Uhr Livestream, seid dabei. Ich hoffe, ihr habt auch das Spiel und addet mich einfach auf PSN. Und dann zocken wir eine Runde oder zwei oder drei. Für die, die auch Bock auf Paladins haben, einfach Paladins runterladen. Paladins zocken wir nämlich auch 1, 2, 3, 4 Runden. Letztes Mal war extrem viel Freitag, der 13. Eigentlich nur, weil wir so Bock drauf hatten. Es hat so Spaß gemacht. Aber nächstes Mal machen wir vielleicht 2 Stunden Freitag der 13., 1,5 oder 1 Stunde Paladins, um da so ein bisschen... Also ich habe mir vorgenommen 3 bis maximal 4 Stunden. Letztes Mal waren es ein bisschen mehr als 4, 4,5 oder so. Und diesmal hätte ich gesagt, ja, ist so 4 die Grenze, weil ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss. Aber so einen Livestream kann man gerne öfter machen. Hat richtig, richtig Laune gemacht und kannst nächstes Mal gerne dabei sein. Ja, Jason, komm halt. Du kriegst doch eine Nachricht, wenn sie da reingeht. Und wieso hast du den Pulli da nicht drin rausgeholt? Hol dir doch den Pulli. Damit kannst du ihn stunnen. Ja. Genau, einmal kurz hier in den Wald kacken. Mitten auf den Weg, du Drecksau. Du. Genau dich meine ich. Einfach hier mitten auf den Weg. Ich würde dir jetzt am Ende nicht mehr sprinten, oder was? Wer am Ende jetzt hier noch sprintet, das ist schon ziemlich dämlich. Einmal kurz in den Wald gekackt und jetzt wieder los. Eine Minute hat sie noch, Leute, und ich wette gegen sie. Wenn sie weiter so sprintet, wette ich gegen sie. Ab jetzt 60 Sekunden. Ich wette, Jason holt sie sich. Na, wobei, im Haus wird knapp. Ja gut, jetzt im Haus wird's knapp. Jetzt würde ich tatsächlich eher auf sie tippen. Weil die 40 Sekunden schafft Jason nicht, eine Tür einzuhauen und sie zu holen, ohne dass sie vorher rausgeht. Ja, es wird knapp.
Das wird knapp. Oh nein. Oh nein. Ich würde doch einfach mal wieder ins Haus. Tatsächlich, Jason kriegt sie wahrscheinlich noch. Oder auch nicht? Was zum... Was ist da los? Ja, mach ganz gemütlich das Fenster auf. Egal, Leute. Sie hat survived. Die Ninjuks. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Part. Also bleibt dran. Hallo Freunde und schön, dass ihr dran geblieben seid. Packernick Lodge 1984. Wir spielen die nächste Runde und sind wahrscheinlich nicht Jace. Nein, definitiv nicht. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, fix die Softboxen aufzustellen, weil es so dunkel wurde. Also deswegen bin ich jetzt wieder klar und deutlich zu erkennen. Wir spielen... Ich weiß gar nicht, machen wir noch eine Challenge? Machen wir noch eine Challenge? Ja, wir machen noch eine Challenge. Ich nehme die Kopfhörer raus. Wir machen einfach nochmal ohne Sound. Boah, ist das ein komisches Gefühl, Leute. Ohne Sound und dann hört man sich selbst so laut reden. Das ist richtig seltsam. Das ist richtig spooky, Leute. Mag ich nicht. Ich mag gerne mit Kopfhörern, wenn ich mich selber nicht reden höre. Das ist immer ganz angenehm. Wenn man ja doch ins Mikrofon... Oh, Schlüssel. Bisschen lauter sprechen muss, als... Ja, als einfach so mit Freunden oder so, wenn die neben einem sitzen. Dann ist man doch eher ein bisschen ruhiger. Hier schreit man doch eher so halbwegs ins Telefon. Ins Telefon. Ich sag immer Telefon, ins Mikrofon. Warum sage ich immer Telefon? So einen Schlüssel haben wir auf jeden Fall schon mal. Da fehlt uns nicht mehr so viel. Mit dem Schraubschlüssel kann man sich sowieso nicht so wirklich verteidigen. Deswegen suchen wir mal im nächsten Haus. Muss aber die Minimap so ein bisschen im Auge behalten, weil ich Jason ja nicht höre. Und Türen lassen wir halt eben auch einfach auf. Das ist eine doppelte Challenge. Für die, die es gerade vielleicht nicht mitgekriegt haben, Samstag 20 Uhr Livestream hier auf meinem Kanal und auf Twitch, Xaver91 ohne Unterstrich. Und sonst bei PSN Xaver91 mit Unterstrich, also Xaver-91. Für die, die mitzocken wollen im Livestream. Wir zocken Paladins und wir zocken auf jeden Fall gleich zur Einstimmung schönen Freitag der 13. paar Runden. Wird wahrscheinlich wieder richtig, richtig geil für die, die beim letzten Mal dabei waren. Ihr solltet auf jeden Fall wieder mit reinkommen. Einfach desto mehr Leute, umso mehr Spaß macht das. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Da freue ich mich echt drauf. Das ist jetzt übermorgen. Wenn ihr das seht, wahrscheinlich morgen. Ich denke, den Part kriege ich morgen am Freitag auf jeden Fall hoch. Denke ich. Ich glaube nicht, dass mir jetzt heute noch irgendwie was versaut. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck. Ja. So, dann kann ich mir die Kopfhörer wieder reinmachen. Das ist halt das Fiese, sonst hätte ich ihn nämlich vorher schon gehört. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Deswegen auch keine Musik gehört. Und ja, deswegen habe ich ihn halt eben nicht kommen sehen. Schade. Wir sind Nummer 2. It's TX Teddy. Also It's Teddy scheint gar nicht so schlecht zu sein. In wo ist die Mucke active? Da. Ich finde die Mucke halt richtig geil. Retro Jason in Lila finde ich halt ein bisschen albern so, aber die Mucke ist halt einfach richtig gut. Ja, Jason, du kannst auch R2 gedrückt halten, kommst du schneller rein, wurde mir auch erst im Livestream verraten. Was machst du da? Huch, wer ist da denn jetzt reingekommen? Die nächste Alte, jawoll! Ich glaube, das wird nichts. Das Fenster? Echt? Willst du da raus? Nee. Ich bin halt gespannt. Also er legt wahrscheinlich jetzt überall schön die Bärenfallen. Schön die Bärenfallen auch vor die Fenster. Dann kriegt ihn keiner. So, dann kommt er nicht raus.
Oh, das ist schön doof. Ah, nee, da ist keine Bärenfalle. Oha. Aber hinter der ist er doch her, oder? Nee, er versucht ins Haus reinzukommen und die Alte geht wieder mit rein. Weil er versucht rauszukommen wahrscheinlich. Kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Seltsam. Is anyone there? This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. We need your help. Please help us. Bauchredner Level over 9000 und sie mag Muffins. Steht das auf ihrem Shirt? Muffin? Muffin? Ey. Ich glaube, da steht Muffin. Ui, wir sind Tommy Jarvis. Geil. Danke, Miss Muffin. Da freuen wir uns doch drüber. Wir kriegen eine zweite Chance. Was bringt das, Tommy? Install the propeller and fill the gas tank. Also wir bräuchten rein theoretisch nur noch das Benzin und könnten wieder mit dem Boot versuchen abzuhauen. Das ist falsch. Da lang. Das ist halt voll die Kack-Map für das Boot da ganz unten. Er hat das Boot einfach mal voll im Süden hingelegt oder hingesetzt. Das ist mega der weite Weg, Leute. Da einfach mal irgendwie das Benzin zu finden. Aber dann müsste es ja rein theoretisch... Entweder hat sie das mit. Nö. Wir helfen jetzt auch nicht, weil Jason weiß gar nicht, was er da tut, glaube ich. Portet sich irgendwie 500 Kilometer weit weg in die falsche Richtung. Also schon tendenziell in die richtige Richtung, aber total abseits von der Straße. Ich gehe davon aus, dass ich hier das Sprit finden werde. Weil es ist eigentlich immer... es ist meistens relativ nah an den Fahrzeugen, mit denen man dann fliehen möchte. Also wenn man dann zum Beispiel mit dem Boot jetzt fliehen möchte, müsste das in den nächsten zwei, drei Häusern irgendwo rumliegen. Also nie ganz so weit weg. Ab und zu mal ist es tatsächlich auf der anderen Seite der Map. Also es ist ganz komisch. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass es eigentlich immer in der Nähe irgendwo sein soll. Ich meine, da bei dem Boot ist überhaupt nichts in der Nähe. Deswegen gehen wir mal jetzt in das Häuslein. Ich glaube, dass dieser Part tatsächlich richtig Überlänge haben wird das erste Mal. Sonst hat es eigentlich immer ganz gut gepasst. Zwei immer relativ schnelle Folgen, sodass wir auf 20, 30 Minuten kamen. Das war mal ganz angenehm. Aber ich glaube, diesmal wird es ordentlich Überlänge haben. Macht aber nichts. Ich hätte es ja sowieso aufgenommen. Von daher passt das schon. Und ich glaube, hier haben die doch das Benzin, das Gas liegen lassen, oder? Oder auch nicht. Ich dachte, hier irgendwo mitten im Flur... Nee, hier ist das Haus mit der Phone Fuse. Wo das Benzin jetzt genau sein soll, habe ich keine Ahnung. Wir gucken mal ganz kurz weiter. Wir laufen mal... Huch, was liegt hier denn? Ach, schade, eine Tonne. Ich dachte, hier liegt das Benzin jetzt sogar zufällig. Aber wir laufen mal die Straße runter. Und holen uns das... Was? What the fuck? Was war das? Nee, ein Haus weiter. Tommy Jarvis hat halt eben ultra viel Ausdauer, ne? Das ist richtig nice. Mit dem kann man wenigstens ein Stück sprinten, ohne dass er gleich zusammenbricht. Trotzdem gar nicht so einfach, mit als Tommy irgendwie wegzukommen. Oh, fuck. Ach. Eine Pfanne. Was soll ich mit einer Pfanne? Ich will das Gas haben. Das Gas aber ist, weiß ich nicht. Vielleicht ja hier ein Haus weiter. Auf jeden Fall sind beide Kanister noch nicht eingefüllt. Ich hoffe, dass der Typ da unten, der an dem Boot chillt. Nee, der hat das Benzin noch nicht eingefüllt. Er hat nur geguckt. Aber nein.
Da ist noch nichts drin, ne? Ah, ich glaube, hier ist sogar das Haus, wo die das Benzin mitten auf dem Flur gelegt haben. Wobei jedes Haus gleich aussieht, das könnte jedes sein. Nee. Nein. Nein, 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 nein. So geht das aber nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass einfach nirgendwo dieses blöde Benzin rumliegt. Vor allem, wenn das jemand anderes zuerst findet. Wir müssen immer ganz scharf darauf achten, dass keiner irgendwie versucht, zum Boot abzuhauen. Weil das Boot gehört definitiv uns. Da haut keiner mit ab, das machen wir. Der Sound ist halt echt fies. Man hat immer das Gefühl, dass er in der Nähe ist, aber es ist eigentlich nur der Soundtrack. Ja, ich hätte schon wieder gesagt, das Haus sieht aber danach aus, als wenn die es hier in den Flur gelegt haben. Es sieht einfach jedes Haus gleich aus, deswegen würde ich da mittlerweile gar nicht mehr von ausgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass es es ist. Weil ich es in jedem Haus das Gefühl habe. Naja. Kann das sein, dass bei dem Sound die Hälfte der Zeit um ist? Wird Sinn machen, oder? Vom Sound-Ding her, so, jetzt nehmen wir knapp 10 Minuten auf. Doch, das kann sein. Jetzt die Hälfte der Zeit um. Und dann spielt halt eben dieser komische... Ich weiß halt nicht, was der da unten macht. Ob er da unten jetzt tatsächlich Benzin gefunden hat oder nicht. Aber er läuft halt extremst schnell zum Boot. Oder? Nee, bleibt da komischerweise stehen. Dann suchen wir jetzt einfach mal hier weiter. Oder versucht er wegen der Polizei irgendwie irgendwo hin. Ach, ich kann es halt nicht sagen, Leute. Die Polizei kommt ja noch gar nicht. Aber nee, er versucht nicht zum Boot. Vielleicht wäre er jetzt tatsächlich hingelaufen, denn hätte ich ihn wahrscheinlich erschossen. Auch wenn ich so dämlich war, dass ich einfach davon ausgegangen bin, aber wahrscheinlich hätte ich ihn einfach erschossen. Wenn ich halt wüsste, in welchem Haus das war. Das ist das Blöde, dass man als Zuschauer nie die ja gut, das ist eigentlich gut, dass man nie die Map aufmachen kann, um zu gucken, wo der ist, den man gerade zuschaut. Ah, das könnte hier aber sein. Ja, dann könnte man locker sich merken, ah, da hat er das Benzin hingelegt, gucken auf die Map und dann... Da liegt's doch. Sehr geil. Jetzt... So eine Scheiße. Schnell weg. Er sieht nämlich auf der Map leuchten, dass da jemand in seine fucking Falle gelaufen ist. Wie kann man nur so hohl sein? Na gut, ich... Hab sie nicht gesehen. Ja, aber trotzdem. Drops dem. So. Einmal ganz kurz ausruhen. Dip, 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 dip. Ah, jetzt müssen wir leicht da so lang. So, das geht nicht. Hier mal kurz hoch. Ist halt auch alles so ein bisschen verwinkelt, aber ich glaube, der Typ, der am Boot chillt, weiß, dass das gleich losgeht. Weil er sieht mich ja hardcore auf das Boot zu sprinten und das kann ja nur heißen, dass ich irgendwas habe, was man noch braucht, so. Und ich glaube, der Typ hinter mir da hinten auch, der da runter sprintet. Deswegen müssen wir uns mal ganz kurz ein bisschen beeilen. Paula ist fucked, läuft weg. Na gut. Wer nicht überleben möchte, soll halt weggehen. Er hat bestimmt auch Benzin. Nee, eine Axt. Aber eine Axt, sehr gut. So, ich laufe jetzt zum Boot. Fülle das Benzin einmal ganz kurz ein und dann geht das los. Und diesmal entkommen wir auch. So. I think I put that on, right? Ja, das finde ich auch. Und sieh zu, dass du jetzt einsteigst. Ah, das ist sogar die, die mich
die, die mich wiedergeholt hat. Sehr cool. So, und los geht's. Das ist sogar die, die mich wiedergeholt hat. Das finde ich cool. Kann ich mich sogar revanchieren. Oh, das war Luck, Leute. Ich habe ihn gerade noch so auf der Minimap gesehen. Und raus. Die Kopfhörer haben halt mega den Wackelkontakt. Ich habe gerade eben nur links was gehört und danach rechts und so. Und ja, das ist halt mega der Wackelkontakt. Ja, wir haben es geschafft. Wie viele Leute sind noch da? Zwei. Die beiden schauen wir nochmal ganz kurz. Ach, die sehen sogar beide gleich aus. Wäre mir gar nicht so sicher, ob einer von denen schafft zu entkommen. Oh, der Sound ist so gut. Aber die müsste er hören. Er war in der Nähe und sie sprintet. Das ist eigentlich tödlich fast. AMB Company, du bist zu laut. Also wir sind zweimal verreckt, einmal entkommen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Statistik. Eine mittelgute, sagen wir es mal so. So, gut, mittel, schlecht. Schlecht, mittel, gut. Aha. Huch, wieso macht denn die Fenster kaputt? Die Alte ist so draußen. Und jetzt steigt sie noch. Okay. Ich habe Jason jetzt nicht gesehen, aber wie gesagt, ich habe das für die Vermutung gehabt, das Gefühl gehabt, dass er rein wollte. Ja, und zwar genau durch die Tür, oder nicht? Ja, hier, da links. Ich würde halt einfach kurz schnell unter das Bett. Was zum... Was stimmt mit dem Jason, ich sag mal? Da bin ich baff. Da bin ich baff. Schließe ab mit so einer kleinen Holztür. So. Tick. Ah, die geht nicht, wa? Schade. Joa, die geht mal ganz kurz baden. Schön. 3 Minuten noch. 3 Minutes. Ich hoffe, wir sehen nochmal einen richtig schönen Kill. Am besten 2. Wenn er die beiden noch holt, dann nehme ich alles zurück. Dann ist er gut. Wenn er die beiden noch holt, ist er gut. Paula ist Fark und AMB Company. Leider ist er einfach nicht präsent. Also man hat das Gefühl, er ist einfach nicht da. Und dabei ist eigentlich immer nur der letzte sehr schwer zu finden. Ich finde, wenn es 2 noch sind und die in den Häusern rumchillen, dann findest du die eigentlich noch relativ... Hat er sich ins Haus teleportiert? Ah ne, mit dem Sprint. Krass. Wow. Das war schnell gezielt und geworfen. Leider daneben. Das wäre so hart geil, wäre getroffen. Oh. Der Sprint ist, glaube ich, gleich vorbei. Ah, das war's. Also irgendwie sieht der strange aus. Wir gucken. In sie drin. Schade. So, dann war es nur noch eine. Sie sitzt da jetzt im Haus und wartet,
bis es zu Ende ist, oder was? Auch nicht schlecht. Leider kann man Jason nicht zugucken. Das wäre interessanter, wo er sich dann hinportet und wo er dann sucht. Das würde ich tatsächlich interessanter finden, oder? Wir gucken mal in der... Genau. Ich meine, der Purple Jason, Retro Jason, ist eigentlich nicht so schwer zu übersehen. Wenn er dann hier irgendwo rumläuft. Tut er aber nicht. Mein Dead Body kann man gar nicht mehr gucken. Okay. Aber ist in der Nähe. Man hört's. Aber die 30 Sekunden, das schafft er wohl nicht mehr. Ich würde es ihm gönnen, aber ich glaub's nicht. Ja, das war's, Leute. Der Jason kriegt sie nicht mehr. 10 Sekunden, 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, alles klar. Das war's, Leute. Drei Leute haben überlebt. Eigentlich eine ganz coole Runde. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen, Samstag dabei sein. Samstag, 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, Xaver91. Und auf meinem YouTube-Kanal, wer mitspielen will, edit mich unter Xaver-91 bei PSN. Und dann feiern wir sehr, sehr hart Freitag, der 13. Und im Nachhinein Paladins. Wer Paladin mitzocken möchte, gerne im Vorfeld jetzt schon laden. Ja, freue ich mich drauf. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und schaut Samstag mal vorbei. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.